Also ja, töten wir erstmal den. Obwohl. Das ist eigentlich ein Grund, in die Stadt hochzugehen und mit den Leuten zu reden, was sie mir so zu sagen haben über diese Quest. Gibt's ja auch immer mal wieder. What ails you, my friend? Kane would be able to tell you much more about something like this than I would ever wish to know. Also ja, der Warlord of Blood, der hat halt seine Rüstkammer, die er bewacht. Das hat man auch gesehen, wie viel Rüstung da rumstand. Ich hätte es mir eigentlich denken können. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. I'm afraid that I haven't heard anything about such a vicious warrior, good master. I hope that you do not have to fight him, for he sounds extremely dangerous. Ja, okay. Ogden meint nur, dass er gefährlich klingt. Pepin hat keine Ahnung was über ihn. Good day. How if you are to battle such a fierce opponent, may light be your guide and your defender. I will keep you in my thoughts. Ja, gut. Gilly betet für uns, Gillian. Well, what can I do for you? Dark and wicked legend surrounds the one warlord of blood. Be well prepared, my friend, for he shows no mercy or quarter. Okay. Wirt meint nur, dass er keine Gnade zeigen wird. Oh, hast du was Neues für uns? Wirt? Wow, what can I do for you? Immer noch den Bow of Power. Blessed Blade of Rigor. Bringt uns alles nur nichts. Hello, my friend. Stay a while and listen. I know of only one legend that speaks of such a warrior as you describe. His story is found within the ancient chronicles of the Sin War. Stained by a thousand years of war, blood, and death, the Warlord of Blood stands upon a mountain of his tattered victims. His dark blade screams a black curse to the living, a tortured invitation to any who would stand before this Executioner of Hell. It is also written that although he was once a mortal who fought beside the Legion of Darkness during the Sin War, he lost his humanity to his insatiable hunger for blood. Okay, der Warlord war mal ein Mensch, der sich den Dämonen angeschlossen hat, viele getötet hat, wahnsinnig geworden ist, seine Seele verloren hat, total durchgedreht ist, ungefährlich ist. Yeah. Can't a fellow drink in peace? Always you gotta talk about blood. What about flowers and sunshine? And that pretty girl that brings the drinks. Listen here, friend. You're obsessive, you know that? Ja gut, Farnum denkt, wir sind besessen vom Blut. Ach ja. I sense a soul in search of that. His prowess with the blade is awesome, and he has lived for thousands of years knowing only warfare. I am sorry. I cannot see if you will defeat him. Okay. Edwia meint, wir können ihn nicht besiegen. Also sie sieht keinen Weg, wie wir ihn besiegen können. Einfach indem wir mit Pfeilen drauf schießen und das Beste hoffen. Soll ich mir aber bei Pepin noch mehr Heiltränke kaufen? Sicher ist sicher. So, fangen wir noch Wirt. Der will wahrscheinlich sein Schwert haben. Psst, over here. I haven't ever dealt with this warlord you speak of. But he sounds like he's going through a lot of swords. Wouldn't mind supplying his armies. Okay. Wirt würde gerne die
Armeen der Hölle mit Waffen versorgen, wenn es ihm Geld bringen würde? Wie viele? 3 Stück. Okay. What ails you, my friend? 1, 2, 3. Ach, machen wir 5 draus. Okay, viel haben wir nicht erfahren. Nur, dass er gefährlich ist und böse und gefährlich. Und böse. Und dass er eine Waffenkammer hat. Ohoho. Ja, und dass seine Schergen böse sind. So, wo ist der Richtige? My blade sings for your blood, mortal. And by my dark masters it shall not be denied. Wir können ihn nicht treffen? Oh, wir haben ihn einmal getroffen. Oh, er hat einen Freund. Nicht gut. Nicht gut. Your reign of pain has ended. Wow, das ging besser als gedacht. Ja, und wir haben einen Great Sword gekriegt. Skullcap. Jo, damit haben wir die Quest abgeschlossen, noch bevor wir die Black Mushroom Quest abgeschlossen haben. Ohohoho. Hi, Jungs. Ich habe auch einen Boss getötet, ihr könnt heimgehen. Aua. So, jetzt können wir ja mal aus Neugier probieren. Euch da in Ruhe lassen. Ob der Murky Pool uns heilt? Ach nee, der gibt uns Infravision. Auch gut. Auch schön. Können wir ja schon mal sehen, was uns da auf der anderen Seite alles erwartet. Hier oben sieht relativ leer aus. So, waren das jetzt alle? Ja. Large Eggs. Flegel. Full Plate Mail. Oh. Ja. Da ist ein kleiner Haken. Now where would I put this? Auch mit der hier. Axt. Noch eine Axt.
Na, ich verschwinde jetzt keine Squad of Town Portal, wenn der Ausgang eigentlich gleich um die Ecke ist. Also ja, eine ziemlich große Waffenkammer. Hello, my friend. Stay a while and listen. Ja, zu einem Attribut. Bräuchte ich aber etwas, was meine Attribute halt erhöht. Wow, what can I do for you? Oder ich müsste halt einmal in Stärke was packen. Ja, ich glaube, die Armor, die hebe ich mal auf. Wow, what can I do for you? Pflege brauchen wir nicht. Bringt nichts. Damage des Targets Armor. Was hast du im Angebot? Mail. Bow of Power immer noch. Das Blade of Weaker. Nee. Ja, genug Gold hier. Also ja, wirklich beim nächsten Level up geben wir auf 60 Health. Weil das hier macht nur 10 Vitality. Das andere macht 9 auf alles. Not enough mana. Ja, nicht genug Mana. Gut, dann sacken wir den Rest ein und gucken uns hier unten noch ein bisschen. Ja, die hier ist halt Warrior. Ich wollte gerade sagen, mir gefällt es nicht, dass es hier so leer ist. Okay. Nehmen wir das und das zu uns. Das war einmal zu viel geheilt. Ja, die Heilung kommt halt mit Verzögerung. So, hier lag Gold, ist okay. Great Helm. Ich muss jetzt nicht auch nicht so viel wirklich. Aber hi. Long Stuff. Ja, hier ist auf jeden Fall eine Schatzkammer, wenn auch eine ärmliche. Wow.
hier sieht auch einfach aus wie eine Trennwand. Oh, noch ein Cauldron. Ja, ihr zwei seid böse. So, auf der Seite weiß ich, wartet eine Armee. Auf der Seite ist auch eine Armee. Wir können da 5 Punkte reinstecken. So, seid ihr da drin alle tot? Nein. Elixir of Magic. Golem-Schriftrolle. I have no room. So, Magic erhöhen. Na gut, das heißt, da ich keinen Wurm mehr habe, gehen wir nochmal zurück in die Stadt. Ich habe halt wirklich keinen Platz und ich kann auch Zeug nicht drehen. Kann ich mich da nämlich auch bei Pepin heilen. Ganzen Schmuck verkaufen. Das, was wir an Heilzeug gerade dabei haben, reicht erstmal. What ails you, my friend? Hello, my friend. Stay a while and listen. So, erstmal es identifizieren. So, die da. Hat dann 64 Armor und... I can't use this yet. Sehr viel anderes Zeug. So, die da. Hat 47, das ist fast das Doppelte. Und damit haben wir auch die letzte Stufe an Design erreicht. So. Die mal hier absetzen. Wow, what can I do for you? So. Blade kann weg. Blade of the Wolf kann weg. Das kann weg, das kann weg. Ja, das ist immer nur dasselbe. Zurzeit. Heute haben wir sogar Glück und können bei der nächsten Aufnahmesession den Playthrough beenden. Schauen wir mal. Jetzt aber erstmal noch bei Edwia den Stab verkaufen, speichern. I sense a soul in search of answers. Ach ja, die Golemrolle. So, Stab weg. Ja,
Ja, jetzt sehen wir wenigstens mal ordentlich gepanzert aus. Zwar komplett gepanzert, nicht mehr so halb und nackig. Also ja, kannst du mal kurz zeigen. May the spirit of Arcane protect me. Ernsthaft, sagt ihr das jetzt immer, wenn ich es aufnehme? May the spirit of Arcane protect me. Ja. Also wir haben die ganz nackige Variante. Dann haben wir die Arcane-Variante. Wo man wenigstens ein Kettenhemd hat und Beinteile. Und so ein Pseudo-Helm. Und dann haben wir die Übervariante, wo wir komplett gepanzert sind. So, Spiel ist gespeichert. Jetzt gibt's erstmal einen Cut. Also, bis gleich, Leute.